Yo, Genki. Alter, Rhino? Was? Ja, wo bist du? Bist du in die Wohnung gekommen? Ja, deine Mom hat mich reingelassen. Ich habe meine Sachen schon überall verteilt. Jetzt bin ich im Park. Frische Luft schnappen. Perfekt. Komm rüber zum Amphitheater. Ich muss dir was zeigen. Ist das eine Spinnensache? Bitte sag, dass du ein Stück von Rhinos Horn hast oder sowas. Die Bilder von dem Kampf waren echt richtig krass. Definitiv eine Spinnensache. Und definitiv besser als ein Horn. Oh, das klingt echt spannend. Bin gleich da. Hallo zusammen und es geht weiter mit Marvel's Spider-Man Miles Morales. Viel Spaß bei Susie, würde ich so die Einführungsmission, sprich der erste Kampf. Den habe ich hinter mir, hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Ich konnte auch gar nicht so viel dazu erzählen, weil ich von einem Kampfgeschehen ins nächste gekommen bin. Bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob ich mich jetzt erst ein bisschen durch die Stadt hangeln kann, um mir ein bisschen zu gucken und das auch nicht wirken zu lassen. Oder ob ich gleich. Genki wartet am Amphitheater auf mich. Wild weiterkämpfen muss. Nein, dazu kann ich nicht sagen. Spider-Man! Wie läuft's heute ab? Taxi! Hey, Spider-Man! Frohes Fest! Ja, hier looten und angucken kann ich scheinbar nichts. Ich hatte gedacht, dass ich irgendwie mit der Map und dem Surroundings hier irgendwie interagieren kann, aber außer hier durch die Gegend fliegen und das auch wieder nur an den festgelegten. Oh, das wollte ich gar nicht, scheiße, das war jetzt der Energieschub. Kann ich auch nicht, schade. Alle du hast eine Mission auf der Hand. Spider-Man durch. Gut, das sind, glaube ich, hier so Sonder-Achievements, die man erst spielen kann. Hey, Spider-Man, frohes Hanukkah. Da kann ich schießen. Da kann ich Gegenstände durch die Gegend schleudern. Was haben wir hier? Kann ich irgendwas lesen? Nö. Auch nicht, Gott. Und dann Kampfhaltung. Los, jetzt mach mal hin! U-Bahn. Aber so richtig andere Sachen kann ich nicht tun. Das Ganze ist ein Open-World-Spiel. Aber scheinbar doch recht linear muss ich das spielen.
Aber kann natürlich sein, dass das in die ersten Mission. In die ersten Mission besser sind. Netzschieße habe ich jetzt aktiviert. Puls 105. Hier mein super Energie. Ja, da kann ich nicht mehr, gut. So. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal. Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Mach's auf. Alter, zieh ihn mal an. Ich gebe Deckung. Was ist? Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Okay. Wie sehe ich aus? Wow. Miles Morales, Glückwunsch und willkommen in deinem allerersten Superanzug. Stadtaufwärts findest du Teil 2 dieses Supergeschenks. Das ist erst die Hälfte des Geschenks. Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde. Willkommen bei Just the Facts mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer, J. Jonah Jameson. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Was für ein Masochist? Traurige Nachricht, Leute. Meine Weihnachtsspendengala wurde abgesagt wegen ein paar Ehren-Superhelden. Gibt es nicht irgendwas Besseres? Oh, von dem habe ich nur Gutes gehört. Hallo, hier ist Danica Hart mit dem Danicast, wo wir uns auf Leute konzentrieren, die unsere Stadt nach vorne bringen. Heutiges Thema? Wie wär's mit Aktienhändlern, profitgierigen Colleges oder den Erfindern von Autoplay bei Internetvideos? Nein, natürlich berichten wir, wie die Spider-Man Rhino zur Strecke gebracht haben. Abonnieren. Danicast, neuer Lieblingspodcast. Hey Spider-Man, wo ist das? Vorsicht! Ich sollte die Katze verdanken. Was? Ist der es, ne? Hey, Spidey. Danke, dass du nachts unterwegs bist. Jawohl. Ich habe ein Foto. Fasten vor Weihnachtsessen. Hey, sorry. Frohes Hanukkah. Das Beste an den Feiertagen. Spider-Man? Ich hab Besseres zu tun. Hanukkah ist toll. Wieso? Wie cool. Ach, Spider-Man durch. Aufpassen! Ist der es wirklich?
hier bin ich richtig. Pete hat ja so einiges vorbereitet. Trainingseinheit. Solche Einheiten sind in der ganzen Stadt verteilt. Jede ist auf neue Moves und Techniken spezialisiert. Bei dieser geht es um akrobatische Improvisation. Nimm deine Startposition ein. Holo-Training? Oh, ich bin bereit. Zuerst Luftkampf. Den Gegner nach deinen Bedingungen zu bekämpfen ist ein großer Vorteil. Und jetzt ein Folgeangriff in der Luft. Jetzt mein Lieblingsmove. Der Schwungtritt. Diese Holo-Technologie ist top. Vielleicht könnte ich eine tragbare Version austüfteln. Na gut. Ein Hoch auf Peter Pack. Ich hab hier was für dich! Jetzt kombinieren wir die Moves. Jetzt hält die Gegner in der Luft sehr gut unter Kontrolle. Und sie machen abgefahrene Geräusche. Klassisch. Na, komm mal. Schnell. Okay, ich hab's drauf. Keine Ahnung, mein Leute. Den Nahkampf hab ich ein. Eure Poetika. Da kommt noch mehr. Achtung! Üben wir jetzt etwas frei. Setz die Luftkampf und den Waffen rein, um die Gegner zu erledigen. Von Hightech-Zeug zu verkaufen. Oh, shit! Spider-Man! Holt ihn euch und dann das Zeug! Wollt ihr euch welche einfangen? Ja? Okay, dann los! Schaltet die Spinne aus, dann schnappt euch das Zeug! Das wird uns ein Vermögen einbringen! Das ist Mist! Das ist offizielle Spider-Man-Technik! Und ihr seid keine Vertragspartner! Go!
Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich auch noch gegen meine Holo-Gegner kämpfen muss. Ich hatte mich jetzt auf die echten Gegner. Welche einfangen? Ja? Okay, dann los! Schaltet die Spinne aus, dann schnappt euch das Zeug! Das wird uns ein Vermögen einbringen! Das ist Mist, das ist offizielle Spider-Man-Technik! Und ihr seid keine Vertragspartner! Stichelei. Das war ein Volltreffer. Das war's für die Technikdiebe. Und jetzt zur Trainingssimulation. Kritischer Fehler im Schaltkreis AF-15. Colonel Panic. Ich setze das BIOS zurück. Super, das war's schon. Pete hat Schwingen, Lautlos und Kampfherausforderungen erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Solltest auf dem Rückweg bei der Plaza vorbeischauen. Im Vorbeigehen sah es so aus, als wollte da jemand einbrechen. Ah, ja. Ich sehe mir das an. Hey, ich will mehr über deine neuen Spinnenkräfte hören. Ich glaube, es ist eine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität. Oh, die braucht einen Namen. Wie wär's mit Venomkraft? Klingt das nicht irgendwie cool? Okay, nicht schlecht. Ich mach mich erst zur Plaza, dann heim. Denk dran, Venomkraft. Glaub mir, das ist super. Und ich mit High Heels. Ja, hier unten am Boden kann man scheinbar nichts machen. Aber gut, ist wahrscheinlich noch zu früh. Spider-Man, wo ist Fest? Hey Freunde, danke für die Weiterempfehlung dieses Podcasts. Wir sind in den Charts von 136 auf 87 gestiegen. Wirklich, wow. Okay, weiter im Text. Heute übertrage ich live aus der langen Schlange für meinen Einbürgerungstest. Ich beantworte Fan-Nachrichten. Nummer 1. Woher kommst du, Danica? Ich komme aus Huzhou in China. Als ich 6 war, kamen wir nach New York. Nächste Frage. Welches Mikro nutzt du? Ein Lilo-Farmless? Staubs. Den Link findet ihr auf dem Blog. Frage 3. Was ist der Sinn deines Podcasts? Einmal pro Woche trinke ich Kaffee mit einem Freund, einem Journalist, der jetzt Lobbyist ist. Wir reden über Nachrichten und sind uns nicht immer einig. Daher muss ich immer gut vorbereitet sein. So bleibe ich auf dem Laufenden und kann mein Bauchgefühl überdenken. Da dachte ich, was, wenn jeder so einen Freund hätte? Wenn ich dieser Freund für sie wäre. Deshalb bin ich hier. Und jetzt muss ich meine U-Bahn kriegen. Danke fürs Zuhören und denkt dran, zu große Vertrautheit in sozialen Medien ist nicht cool. Okay, bye. Komischerweise. Hier kann ich hochlaufen, gut. Ja. Netzschießer. Da wird beschleunigt, gut. So, dann gucken wir mal. Jetzt möchte er... Alles klar, gut. Dann machen wir das Hologramm auch mal an hier.
Dann soll ich jetzt wieder hechten. Ohne Platzierung und das hier schaltefrei. Rücksprung, Boost. Mal gucken, was es ist. Howdy, Miles. Hier testen wir deine Punktsprungfähigkeiten. Passier alle Kontrollpunkte vor Ablauf der Zeit. Bei der Markierung geht's los. Du schaffst das. Dafür bin ich bereit. Los geht's. Markierung, so. Ja, von nur hin. Wie wär's mit Punktsprungtraining? Jetzt mal einfach durchspringen muss. Alles klar, also nochmal. Gott. Habe ich hier verkackt jetzt. Hä? Ach, geht weiter. Ja gut. Ja. Ja. Die Steuerung ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen Eindruck. Es ist ja öfters bei Sony-Spielen, die auf dem PC portiert worden sind. Das habe ich ja schon bei Marvel Avengers gehabt, dass die nicht so das beschleunigt, nämlich nicht. Jetzt gibt er wieder Gas, also ganz komisch. Auch bei Batman ist da oben noch eins. Bei Batman hatte ich das ja auch schon. Hey, Spider-Man! So, jetzt rennt. Das ist natürlich ganz beschissene Zeit, die ich jetzt habe, aber es ist ja eh nur zum Üben. Mit der Funktion, die ich vertraut mache. So, jetzt muss ich da oben hoch. So, und jetzt ist es wie bei. Habe ich so den Eindruck wie bei. Ja. Gotham Knights. Dass ich die Punkte nicht so wählen kann, wie ich sie gerne hätte, sondern wie das Spiel das wieder möchte. Eine Strecke. Gut so. Also ist jetzt eh noch zum Üben. Ich kann das ja wiederholen. Ich glaube, ich habe zu viele Geschenke gekauft. Jetzt habe ich da oben das und komme da wieder nicht hin. Ja. Anders halt. Obwohl es mir angezeigt wird und ich da auch hingescoped habe, das steckt hier irgendwie fest, ja. Gott. Du hast mich zu Tode erschreckt! Ja. Jetzt geht er da oben wieder nicht hin. Warte doch, du bist fast da! So. Er schießt gar nicht damit, wo ich das haben möchte. Jetzt schießt er da unten hin. Aber vielleicht ist das so ein bisschen das Problem. Ihr sagt Miles, ich sag unglaublich. Miles, unglaublich. Ja. Wenn du einen Punktsprung genau triffst, beschleunigst du extrem. Super praktisch, wenn du besonders flotte Tauben verfolgst. Ja. Also nicht, dass ich das je getan hätte. Natürlich nicht. Ich hätte gern beschleunigt, aber hat ja nicht funktioniert. So, jetzt kann ich hier die Fertigkeiten freischalten. Das haben wir hier. Bioelektrische Kraft, die durch Angreifen ausweichen erzeugt wird, fülle deine Venom-Leiste. Ist das hier? Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt hier. Oh Mann, war das für Howard? Ich hab von seinen Tauben gehört. Nur weiter so. Wir sehen uns bei der nächsten Herausforderung. Ja, ich vermute, ich muss erstmal in Ruhe hier mit den ganzen Herausforderungen. So, jetzt wird mir da unten angezeigt. Aber ich wollte eigentlich nach oben springen, also ist egal. Sie haben es versucht. Wollten mich zum Schweigen bringen. Mich umbringen. Wer auch immer dahinter steckt, dass Rhino ausgebrochen ist und geradewegs durch mein Studio krachte, genau als ich mein Charity-Weihnachts-Special aufnahm. Denken Sie an die Kinder!
und denken Sie an mich. Der J. Jonah Jameson lässt sich nicht zum Schweigen bringen. In meiner unermüdlichen Mission, Ihnen die Fakten zu präsentieren, halte ich mir die Nase zu und sende aus dem widerlichen Schweinestall, in dem mein Produzent Jared mit wie vielen anderen haust? 5? Grundgültiger Jared, in deinem Alter hatte ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Upper West Side. Deine Generation, echt. Wie auch immer, falls Sie sich fragen, wer Rhino rausgeholt und ihn direkt auf ihren Wahrheitsboten gehetzt hat. Augenzeugen berichten, dass beide Spider-Man genau dann auftauchten, als Rhino ausbrach. Zufall? Doch wohl kaum. Abwehr unterbrechen. Aha. Also, so ähnlich wie Gotham Knights. Hilfe! Schöne Feiertage. Das heißt, ich muss durch die Stadt. Und dann werden mir Verbrechen angezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt auch noch so einen Verbrechensscanner irgendwann mal freischalten kann. Da drüben. Da gab es einen. Oh. Wenn ich nicht einschreite, kann das Böse enden. Konzentriert euch nur auf Spider-Man! Mach dich platt, Kleiner! Du hast... Zeig mir eine Lektion! Hab ich kaputt, ne? Das ist dein Ende! Noch einer? Ich ziele auf Spider-Man! Gibt's da noch was? Die überfallen mit 10 Mann einen? Und standen wir dich vermöbeln! Du bist tot! Na komm! Eine gute Zielübung! Ich kann jetzt nicht finishen. Wieso kann ich nicht die Waffe jetzt nicht... Die Waffe jetzt nicht entreißen? Hä? Mit dem Knöllchen die Waffe wegnehmen. Ich würde mich gerne heilen. Die Maske ist noch zu groß für dich. Das ist bemisst. Also die anderen kann... Das ist ganz merkwürdig. Die anderen kann ich verkloppen. Und dem kann ich die Waffe nicht aus der Hand reißen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ganz ehrlich, verstehe ich. Jetzt habe ich das Verbrechen natürlich schön verkackt. Ach, egal. So, und jetzt, wo ich sie nicht brauche, jetzt ist die Super-Kombo. Jetzt ist die Super-Kombo wieder freigeschaltet. Ja. Ich muss hier an der Plaza vorbei. So, was ist hier jetzt? Was ist das? Hallo, ich bin Simon Krieger. Und wir stehen hier neben einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon... Wie ist das möglich? Die Antwort lautet Nuform. Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Unser ganzer Planet. Angetrieben von Nuform. Roxanne, wir sind für Sie da. Mhm. Was war das? Jetzt geht's wieder perfekt, komischerweise. Es ist niemand zu sehen. Hier ist einiges kaputt. Vielleicht haben die etwas gesucht. Ja, was suchen.
haben nach Nuform gesucht. Ach so, da kommt schon. Was hatten sie nur da? Ja, war klar. Das kann ich ja nicht ordentlich kämpfen. Ja, das ist super. Diese Nacht nimmt kein Ende. Was für eine Technologie. Aber Venom ist unschlagbar. Ja, Genki hat recht. Venom ist ein guter Name. Wir halten ihn hier auf. Alle anderen nach oben. Jetzt klappt das Kommentar mit Kämpfen. Ja, aber es mag sein, dass ich vorher zu dem blöden Versprechen nicht gedurft hätte. Das Zimmer, die neuen Waffen. Ist jetzt platt, mein Freund hier? Was sind das für Waffen? Memory Metall? Alle weg. Da sind noch mehr auf dem Dach. Jetzt erledige ich den Kanal. Na klar, auf dem Dach, logisch. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Ich starke genug für euch. Ich mach den fertig, Spottbuch. Lass mich sie mal unterfahren. Hey, ich will eine Anrichtung. Da habe ich schon den einen. Kann ich die Waffen nicht schmeißen, den Knaller? Schauen wir mal. Tot. Das gibt's doch nicht. Das ist wie bei Gotham Knights ein bisschen. Also ich bin super Move, soll ich euch anwenden kann, auch noch immer. Also ich kann jetzt keine Energie aufbauen gerade. Jetzt. Was ist jetzt passiert? Kann ich jetzt nicht entwaffnen? Das gibt's doch nicht. Verstehe ich nicht. Wieso, das ist mir ein Rätsel. Wieso konnte ich die beiden jetzt nicht entwaffnen? Ja. Warum konnte ich die beiden heilen? Ja. So, jetzt hänge ich wieder fest. Jetzt komme ich da nicht hoch. Ja, jetzt läuft der Spider-Man ganz komisch den Berg hier hoch. Das komme ich ja nicht rüber. Warum nicht? Komm mal nicht rüber. So, jetzt macht er den Move da unten mal. Kann natürlich sein, dass... Ja, jetzt komme ich ja nicht rüber. Hallo? Gut, vielleicht bin ich ja an einer komischen Stelle. Das gibt's doch nicht. Warum komme ich da nicht hoch? Jetzt? Ignoriert alle Komm schon! Findet den Transportweg! Leute, kannst du wieder den Wappen? Hey, bei der Plaza? Yep! Du hattest recht, es ist ein Einbruch! Sie sind wohl hinter Luform her! Komm, das Zeug in dem Reaktor? Es ist noch nicht eingebaut! Sie reden über Lieferung! Seltsam! Hey, ich habe die Einkäufe für deine Mom erledigt. Aber sie fragt sich, wo du bleibst. Das Essen ist gleich fertig. Mist! Okay! Ich bring das zu Ende. Danke, Mann. Jetzt kann ich hier wieder nicht wappen. Wir wollen das nur in die Plaza bringen. Jetzt sind wir draußen eh. Jetzt kann ich hier wieder nicht den... Ach, der hat keine Waffe. Ich zeig dir, was wir drauf haben. Ihr seid die Stärksten! Wir sind zügig! Verbunden! Wir sind zügig! Wir sind zügig!
Wer ist das? Raus da, raus da! Ja, muss mich heilen! Das nervt, ganz ehrlich. Das nervt tierisch. Also es scheint wirklich was mit der Portierung zu tun zu haben. PS4 auf PC. Verdammt, ich was vorher geübt habe mit Peter Parker. Ja. Ja. Spider-Man ist hier. So, ich geh wieder hoch. Ich glaube, die transportieren es per Zug. Raus da! Ja, jetzt kommt wieder nicht raus. Dass wir uns außer Hand reißen kann. Aber das geht wahrscheinlich nicht als Waffe, was er in der Hand hat. Wahrscheinlich, weil das seine Arme ist. Nervt gerade. Es nervt! Es nervt! Geht mir auf den Sack, geht mir das, ganz ehrlich. Geht mir tierisch auf den Sack. Das nervt. Extrem nervt. Ja, so, komm. Töt mich. So, guck, ich kann ja nicht machen. Jetzt habe ich bei dem einen dann plötzlich die Superkraft. Die können hier wieder ihre Superbomben schmeißen. Wie viele Spider-Leute? Gut. Jetzt kommt wieder nicht hoch. Spider-Man ist hier. Moment, ich mach ein Foto. So, jetzt hänge ich wieder fest. So, den kann ich. Tinkerer? Wer ist das? Doch. Den konnte jetzt über Wasser. Bleib jetzt hier, ne? Da ist noch einer. Endlich. Also, dubios, muss ich sagen. Sie haben von Nuform-Lieferung geredet. Wenn ich das gleiche finde wie Sie, weiß ich, wo Sie zuschlagen. Dubios. Also, es scheint so ähnlich zu sein, wie gesagt, wie Gotham Knight. Dass man oft sie verfolgen Nuform-Lieferung. Die Gegner nicht trifft, nicht ordentlich trifft. Roxxon Security, die können übernehmen. Das sehe ich mir später an. Ich muss nach Hause. Weihnachtsessen hört sich gerade ziemlich verlockend an. Ich sehe mir diese Gruppe, die Nuform-Sache morgen an. Ja, dann gehen wir mit Spider-Man nach Hause. Wie gesagt, eventuell muss ich noch meine Einstellung ein bisschen optimieren hier. So, jetzt hänge ich wieder fest. Ja, jetzt komme ich hier nicht hoch, das lacht. Ich zeig. Das ist kurios. Ich zeig da oben hin, da oben wird mir auch angezeigt, dass ich mich hinlehren kann. Aber so ähnlich ging es ja am Anfang Batgirl auch. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Aber dann kam ja irgendwann zu Gotham Knights, kam ja irgendwann ein Patch. Und dann ging das wieder ab, wieder Verbrechen. Darf ich mich jetzt darum kümmern und muss ich erst nach Hause? Ich kann ja mal gucken, was passiert. Das interessiert mich jetzt. Oder ob ich da wieder sterbe.
Das ist ja jetzt sozusagen Zusatzverbrechen. Mal gucken, ob ich mich da noch kümmern darf. Hier rein. Wenn ich nicht tue, bei dem bist du. Und da? Schieber wie dir hilft. Ein Waffendeal mitten in der Öffentlichkeit? Lass sie nicht weg! Ich hab alles gesehen! Mist, was würde Spidey jetzt witziges sagen? Ah! Halt! Verbrecher! Kann ich hier wieder einen Waffen? Kann ich hier wieder einen Waffen? Schnaller? Der hat mich wieder tot? Gib's ihm! So, viel ist kann ich auch nicht tot. Ja, hier. Warte, jetzt erledige ich den noch. Dann zeig mal, was ich... Werde jetzt erledigt. Und gut. Die Lektion lautet... Ja, kein dummes Sprüche. Tut's einfach nicht wieder, okay? So, jetzt habe ich irgendwas freigeschaltet. Was habe ich jetzt freigeschaltet? Setze deine Ressourcen ein. So. Jetzt wird mein Anzug stärker. Das ist also. Kann auch noch freischalten. Unerschwinglich brauche ich 8 Aktivitätsmarken. Gut. Also, Gott, das heißt. Sollte weg, bevor die Cops auftauchen. Ich habe Lust auf noch einen Selbstjustizvortrag. Das heißt, ich muss damit leben, erstmal wahrscheinlich, dass ich öfters mal. Sterbe. So. Ich muss zu meiner Mutter, aber hier komme ich. Also, ich meine, das ist ja auch nicht normal, dass ich zu meiner Mutter jetzt hier. Ja, komm her, Mutti. Wo muss ich denn da hin? Ist die Feuerleiter? Also, kannst du beide, wenn auch normal die Feuerleiter hochgeht, oder muss ich das jetzt so machen? Scheinbar so. Wir wohnen auf dem Dach, so. Cool. Das ist das Essen der Mutter, ne? Ist das zu kalt zum Umziehen? Jetzt muss der so ins Haus. Ich bin gespannt. Jetzt kann er Weihnachten feiern. Ich kann gleich einen Cut machen. Gut, dass Genki ein paar Wochen bleibt. Wir werden ein paar Nachtschichten einlegen müssen. Ach, der schläft im Schlafsack. Moment, kann ich was gucken? Highschool-Foto? Abschluss der Mittelstufe. Lange nicht gesehen, die zwei. Congratulations, Miles und Finn. You're gonna kick high school, you know what? Ach, Rick. Ich kick. Na doch. Ach so, wird das so übersetzt. Glückwunsch, Miles und Finn. Ihr werdet der High School in allererst treten. Rick. Alles klar. Das heißt, die Vorderseite wird auch übersetzt? Nee, nicht. Die Vorderseite ist ja nichts zu übersetzen. So. Also ist die Story jetzt. Ich glaube, da, was ich da noch alles kriegen kann. Mal sehen, woran Genki arbeitet. Oh, Speed Nonagon. Kann kaum erwarten, dass es fertig ist. Hier warten immer noch Sachen von Abuela auf ihre Reise nach Puerto Rico. Also für Oma. Oma braucht noch Sachen nach. Was haben wir da noch? Guck ich mich doch erstmal um. Ich bin hier noch nicht ganz angekommen. Es ist immer noch Abuelas Wohnung, nicht unsere. Also Omas Wohnung wohnen die jetzt drin. Mann, der Fernseher ist so alt wie Abuela. Ist da ein Tagebuch? Den habe ich mit Pete gesehen. Er hat am Ende geheult. Mach einen Film. Okay, ich auch. Kann man das übersetzen, ja.
Gobi-Theater, was ist der? Armor wieder, Engajo, Una, Conteto, De Kalimadat, Martinet-Vorsteller, 15. April, 14 Uhr. Ich habe Rückseite noch was Interessantes. Irgendwas Kleingedrucktes, aber das scheint nichts Wichtiges zu sein. Oder? Ne, das kann man eh nicht lesen. Was kann man hier noch machen? Da ist ein Buch am Bett. Mal sehen, wo Mom und Genki sind. Vermutlich in der Küche. Kann ich das jetzt nicht lesen, doch. Ideen für Spider-Anzüge. Mom sollte das lieber nicht sehen. So, das habe ich alles gelesen. Die Sachen von der Oma auch. Dann gehe ich jetzt mal in die Küche zum Abendessen. Was war das? Alles gut, nur gekleckert. Ich mach das eben schnell sauber. Alles okay. Schon okay, Mann. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, Mami. Wir haben heute einen Gast. Kannst du die Wohnung vorbereiten? Oh, vielleicht Musik anmachen für die Stimmung? Ah, Nadja. Echt jetzt? Deine Wahlkampfmanagerin? Ein Heiligabend? Tja, die Kundgebung morgen plant sich nicht von allein. Danke, dass du alles vorbereitet hast, Micho. Hallo? Hey, Nadja. Haben wir schon die Genehmigung für morgen? Gucken, ist das jetzt schon die nächste Mission? Karte offline. Ja, das ist schon die nächste Mission. Moment. Ach, das sind mehrere Missionen in einem Stück schon gewesen. Abschiedsgeschenk. Neuer Twip. Also Abschiedsgeschenk. Das waren die Übungen. Wir sind für Sie da. Ja, und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Jetzt weiß ich, worauf ich beim Kämpfen mich einstellen muss in den nächsten Missionen. Sag danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.